Hallo Rosemarie. Ja, hallo. Was hast du jetzt? Jetzt habe ich ausgestreute Zwetschger gesellt. Mhm. Weil das Jahr hat es ja so viele Zwetschger. Ja, das ist super. Und jetzt habe ich das nachgekriegt. Ja. Und ich habe da als Rezept von der Tante Erna von Ahlfeld. Aha. Und es hat Ruth von Urbach, also Schwiegertochter von ihrer, die macht es schon länger und dann hat sie es mal mir auch verraten. Und da tut man 7 Pfund Zwetschger nehmen, ja, und 2 Pfund Zucker, mhm, und tut es im Abend das Ei zuckern und, mhm, über Nacht so stehen lassen, ja, mal dazwischen ein umrühren, mhm, und dann tut man es am anderen Morgen auf dem Herd ankochen, mhm, und dann tut man sie in den Backofen, die Kachel, ja, und tut noch den Backofen auf 100 Grad einschalten, mhm, und lässt 3 Stunden im Backofen kochen. Gut. Und dann kann man es, wer will, kann sie zusammenmixen oder man kann sie noch auch so verkocht lassen. Also das, mhm, tut sie. Und da tut man noch ein Stangenzimmer dazu rein, mhm, und wenn man sie aufkocht und in Ding stellt, tut man ein Glas Wein, also ein Viertel Wein. Man kann Weißwein oder Rotwein nehmen. Passt alles. Reinschütten und lässt es mitkochen. Wunderbar. Und dann wird es kräftig. Das gibt ein Salz. Tolles Aroma, gell? Ja, ja, gibt ein gutes Aroma. Wunderbar. Ja, also, das Jahr hat es ja einen Haufen Zwetschger gehabt, dann bietet sich das an. Kann man ja ruhig für 2 Jahre einmachen. Gut, gut. Kann man auch 3 Jahre essen. Wenn es so alt wird. Ich glaube, das ist schneller weg. Ja, freundlich. Danke für deinen Tipp. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann gucke doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.